Was geht ab, Freunde? Weiter geht es direkt mit einer neuen Folge Assassin's Creed Mirage. Wir folgen dem Händler. Oder den Karawanenvorsteher, besser gesagt. So, was haben wir hier? Genau. Auf jeden Fall, Freunde, danke natürlich wie immer für eure Unterstützung bei den letzten Parts. So, oh, das war knapp. Das war richtig knapp jetzt. Danke für die ganzen Bewertungen und Kommentare. Wie gesagt, auch hier gerne liken, kommentieren, unterstützen das Ganze. Und ja, danke dafür. So viel Zeit muss sein. Man muss immer Business machen. Guck mal, direkt so eine Gefallensmünze bekommen. Sehr gut. Lasst mich doch mal nach vorne, Jungs. Geht doch mal hier zur Seite, ey. Bin gar nicht hier. Obwohl, ich muss genau zwischen denen sein. Business machen nebenbei. Sehr gut. Jungs, 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 lasst mich doch mal in die Mitte jetzt. Was war das denn? Yay! Wir kriegen das hin, Freunde. Das wird El-Khul nicht verborgen bleiben. Von meinen Komm raus und sieh zu. Ich verfluche jeden, der glaubt, er hätte bessere Ware. Mein Ziel ist, dass ihr offen wiederkehrt. Deshalb lege ich noch etwas drauf, damit ihr rundum zufrieden seid. Ja, er ist draußen. Ein schwungvolles Lied, gefällig? Und wir müssen hoch, schnell. Gut, dass sie diesmal hier tot bleiben. Na, guck mal, hier leben die wieder. Hier leben die wieder. Gleich ist es vorbei. Let's go! Erstes richtige Attentat. Okay, was macht er denn jetzt? Okay. Okay, nehmen wir. Allah verfluche dich. Wende deinen Hass nach innen, Mas'ud. Deine Bosheit war es, die dich hierher führte. Bosheit? Wem gegenüber? Den Unerleuchteten? Den Schwächlingen, die ihr Los selbst wählten? Es ist unser göttlicher Wille, über sie zu herrschen. Unsere Pflicht, ihren Beitrag einzufordern. Ihren Beitrag wozu? Zu dem, was sein könnte. Das Wissen darüber ist unter diesem Sand hier vergraben. Manches sollte auch dort bleiben. Nein, 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 nein. Das sind Gaben. Dazu bestimmt, geborgen zu werden. Sie sprechen zu uns, wie du sehr wohl weißt. Was? Oh ja. Du magst ein Verborgener sein, aber nicht nur. Okay, das ist interessant. Attentäterkonzentration. Wenn du dich nicht in einem Kampf befindest, kannst du mit rechten Stick die Attentäterkonzentration auslösen, um eine perfekte Attentatsequenz auszuführen. Während die Attentäterkonzentration aktiv ist, kannst du mit R1 wählen, welche Gegner du angreifen willst. Und deine Wahl mit X bestätigen. Basim führt die Attentatsequenz dann automatisch aus. Mit Attentaten aus dem Hinterhalt füllst du den Konzentrationsbalken wieder auf, um die neue Fähigkeit erneut benutzen zu können. Oh.
Nihal. Oh. Was? Oh. Komm zu Sinnen. Die hartnäckige Suche El-Huls auf Kosten menschlichen Lebens ist beendet. Dies ist ein Tag des Sieges, nicht nur für jene, denen seine Grausamkeit erspart bleibt, sondern auch für die Verborgenen. Der große Plan des Ordens in Bagdad mag weiterhin ein Rätsel sein, aber zumindest sind wir nun sicher, dass die Rolle El-Huls entfällt. Ich glaube, was er bergen wollte, waren mehr seltsame Objekte wie jenes, das ich aus dem Winterpalast geholt habe. Was will der Orden mit diesen Relikten der Vergangenheit? Und warum werden sie so streng bewacht? Du beginnst, die richtigen Fragen zu stellen, Basim. Wir werden die Antworten gemeinsam finden. In letzter Zeit habe ich nichts als Fragen. Wovon sprichst du? Egal. Vergiss, was ich gesagt habe. Wie soll ich dich anleiten, wenn du nicht offen sprichst? Ich hatte mit Albträumen zu kämpfen. Darin wurde ich von einem Djinn gequält, bis ich panisch und schweißgebadet erwachte. In aller Mut hatte ich ihn fast vergessen. Aber als ich El-Hul tötete, spürte ich wieder seine Gegenwart. Und ich kann mich nur fragen, warum? Warum hier? Warum jetzt? Warum ich? Ein Meer an Fragen und keine Antworten. Ich wollte es dir sagen, aber... Du hattest Angst, ich würde dich für willensschwach halten. Wir sind nur so schwach, wie wir es uns selbst erlauben. Um eine Schwäche abzulegen, musst du das Nötige tun, um die Ursache des Schmerzes zu überwinden. Erlaubst du mir eine kurze Pause? Ich will eine alte Freundin aufsuchen. Nihal, ich erinnere mich. Sie ist dir wichtig, nicht wahr? Ja. Doch in unserem letzten Gespräch sagte ich ihr das Gegenteil. Und das verursacht Schmerz. Also los, heile diese Wunde. Du findest mich im Bruderschaftshaus in Kharbia, wenn es geklärt ist. Ob das wirklich Nihal war? Ich habe keine Ahnung, wohin sie gegangen ist. Vielleicht nach Hause, nach El-Anbar. 3 Fertigkeitspunkte, 1200... Meter. Okay. Könnten ja, könnte, wer weiß. Wer weiß. Ja, ey, ja, wie gesagt, der Typ bleibt halt trotzdem sehr blass, wa? Leider. Kettenattentat. Kostet 3 Punkte. Na komm, nehmen wir das. Warum nicht? So, Inventar. Was haben wir denn Neues bekommen? Was gehen hier ab, ey? Okay, Map. Die Welt. Wo müssen wir denn hin jetzt? Ach, ganz hier draußen. Oh. Also ihr seht schon, also es ist schon ganz gut auch Umland, ja? Also nicht nur die Stadt selbst. Was echt schon ganz cool ist. Ey! Was soll denn das, ey? Ja! Dünen.
Da müssen wir raufklettern. Nice. Verschaffen wir uns einen Überblick. Ist aber keine Kiste irgendwo, oder? Ja. Okay. Nein, er kann nicht hier an den Stein hochklettern. Doch, ich wollte gerade sagen. Das wäre ja ein bisschen komisch gewesen, wenn er da nicht klettern könnte. Ja. Ach Leute, ey, das wäre halt. Ey, wie geil die Kuppe da, also das Gebäude da in der Ferne erscheint. Es wäre halt geil, wenn das Spiel auf technischer, aktueller Höhe wäre. Ich meine, Star Wars Outlaws sieht ja schon besser aus, denke ich mal. Das wird auf jeden Fall endlich der Next-Gen-Schritt für Ubisoft. Ob das jetzt krass wird? Ja, also von den Gesichtern, gerade von den Gesichtern her. Ist halt immer so schade, wenn es emotional wird und die Gesichter halt aussehen wie Last of Us auf PS3. So, was? Obwohl Last of Us PS3 sieht wahrscheinlich sogar besser aus, Junge. Und das ist schon mal. Das ist doch. Ey, ich verstehe auch nicht, warum das so ist. Ich meine, jeder sagt mittlerweile, ey, die Gesichter von Ubisoft, egal welches Spiel, die können es einfach nicht. Aber warum können die es nicht? Das verstehe ich nicht. Also, ich erwarte jetzt nicht, dass sie. Oh, direkt da rein, komplett. Ich erwarte ja jetzt nicht, dass sie auf. Ach krass, hier drinnen ist auch noch ein was. Auf Level von Last of Us Remake ist oder sowas. Ja, das sind für mich die krassesten Gesichtsanimationen überhaupt bisher. Was? Last of Us Remake ist schon krass, einfach nur krass. Wie die Gesichter aussehen, ja? Das erwarte ich ja jetzt nicht. Wäre krass natürlich, wäre schön. Aber da war doch nicht auch so, weiß nicht. In Sachen AAA-Titel irgendwie wirklich schlusslicht zu sein, das kannst du auch nicht sein, oder? Naja. Nein, ich glaube nicht. Was plant ihr hier? Was habt ihr hier? Ja, was hab ich bekommen jetzt? Hä? Habe ich überhaupt irgendwas bekommen? Was? Ups. Wer? Okay. Du bist tot! Jawohl. Wo hätte man denn da raufwerfen müssen? Okay. So. Wo geraten wir hier eigentlich gerade rein, ey? Was haben wir hier gefunden? Wow, geil. Das muss ja der überkrasse Schatz sein jetzt, oder? Was wirklich, wirklich, ehrlich, jetzt mal ernsthaft. Wirklich belastend ist, dass du kein Doppelattentat machen kannst, oder? Ey, ohne Scheiß. Mach keinen Scheiß jetzt. Der hat keine Chance. Ja, darauf hab ich gewartet.
Nice. Nice. Es soll aber hier... Moment mal eben, kurz. Ich musste sowieso die ganze Zeit hier... Ich muss irgendwie bei der Kiste jetzt hier und diesem Ort irgendwie so an Fluch der Karibik 1 denken, ehrlich gesagt. Wo die auch ihre verfluchte Kiste öffnen, falls ihr euch noch erinnern könnt. Sag mal, wie viel liegt denn hier, Junge? Ist das ein Wunschbrunnen hier oder was? Hört ja gar nicht mehr auf. Nice. Boah, geil. Das war natürlich geil, jetzt so ein Versteck gefunden zu haben, ne? Das ist aber die Frage. Da liegt auch noch was. Hier ist ja noch mehr. Ich habe doch nicht jetzt aus der Kiste Knochenwürfel einbekommen, oder? Das war wahrscheinlich jetzt einfach nur schlecht getimt. Ich hoffe es fürs Spiel. Das wäre eine riesen Verarsche, ja. Tada! Geil. Echt geil, das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. So, zeig mal her hier den Dolch. Einen vergifteten Gegner im Nahkampf zu töten, schafft eine Giftwolke, die Gegner in der Nähe schadet. Ja, wäre natürlich. Wenn du das kombinierst natürlich mit Wurfmesser-Gift. Giftiges Wurfmesser, dann den tötest. Okay, solche Sachen kannst du vom Pferd aufheben. Sehr gut. Sorry, tut mir leid. Das tut mir leid. Was ist denn das da vorne? Sieht mächtig aus. So, achso, warte mal. Lass mal, auch wenn es jetzt wieder in die andere Richtung ist. Aber wir sind ja schnell unterwegs mit dem Pferd. Trotzdem ganz kurz mal den Aussichtspunkt schon mal mitnehmen. Meint ihr, gibt es wieder in der Wüste so ein bisschen Spielereien wie bei Origins? Yalla, los. Nördliche Oase. Okay. Meint ihr, ist auch wieder so eine Kammer? Nördliche Oase. Muss da noch mehr sein als nur ein Schnellreisepunkt, oder? Und ein Aussichtspunkt. Vielleicht ist ja hier irgendwo später ein Schatz oder sowas. Eins von diesen Schatzrätseln, weißt du? Moment! Nieder mit dir! Schnauze! Vielleicht, dass ja sogar was im See liegt.
Ich weiß ja nicht. Ja. Das wird ja nicht alles da gewesen sein, aber egal, wir haben egal, was da noch kommt. Wenn es nicht ein Geheimnis ist, was wir noch irgendwie selber finden müssen. Wir haben schon mal den Schnellreisepunkt, das wollte ich ehrlich gesagt haben. Ach, cool, ey. Oh, und weg sind sie. Okay. Ja, das sind noch so Kleinigkeiten. Das, wie gesagt, ich spiele immer noch vor Release. Und selbst nach Release wäre das eher lustig als das Schlimme, finde ich. Da vorne ist eine Kiste. Ja, dieses Akunen hier durch die Gegend reiten, das ist irgendwie gerade so chillig, oder? Ja, was verfolgst du mich, du Sau, ey? Haben wir etwa direkt den Weg geöffnet? Ja, ja, wunderbar. So lobe ich mir die Rätsel. Beste Rätsel, Mann. Ey, geil. Verbesserungsplan, nice. Er ist so schön gemacht hier wieder. Los, die kleinen Hoppelhäschen. Für dich gibt's hier nichts. Okay. Ach, der Winterpalast. Wir sind angekommen. Ach, guck mal hier, noch so ein Aussichtspunkt. Hey, wie gesagt, zieht euch mal diese Verzierungen rein. Wunderschöne. Sehr gut, du kleiner Klettermonkey. Kletter, kletter. Ach Leute, ich sag euch so, wie es ist, ey, das ist so entspannt gerade. Ich hab's gerade gemerkt, ich bin einfach nur am Klettern. Red nix, genieße einfach nur. Ach Leute. Wichtige Details. Was ist das denn hier? Konzeptgrafik, nice. Wer liked so ein Bild, Mann? Ohne Scheiß. Wer liked das, ey? Können wir eigentlich ein Upgrade machen bei irgendwas? Bei dem will ich das nicht. Hey.
eintreten? Was für Dieb, Junge? Nein, 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 nein. Das gehört allen. Sei mal nicht so egoistisch. Zurück! Zurück, zurück! Verschwinde! Ach, komm, sei doch ruhig. Ich weiß, du bist nachsichtig. Ich weiß. Leute, ich überlege gerade, das wäre, glaube ich, ganz cool, wenn wir beim nächsten Mal dann mit ihr reden. Und dann mit ihrer Mission, die wahrscheinlich dann losgehen wird, durchstarten. Ich mache das auch so, ja, wir machen das. Ich meine, an Videos mangelt es nicht. Und vor allem, wenn ihr unterstützt, desto besser. Dann kommen noch mehr für euch. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Wir sind ja gefühlt erst am Anfang, ja. Also wir haben jetzt bestimmt schon, ja, doch, müssen so knapp 5 Stunden sein. Aber irgendwie erst das erste Ziel, also... Mal schauen, ob wir wirklich überhaupt in 20 Stunden durch sind. Also wir werden sehen, Freunde. Ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.